Da ist der Rasni-Reporter. Grüezi miteinander. Wir zeigen heute mal etwas ganz Spezielles, etwas ganz Aktuelles. In der Serie Hast du gewusst, dass wir zu Würlos ganz bekannte Sängerin haben? Gestern im Voice of Switzerland. Und wir gehen sie heute besuchen. Kommt mit, wird sicher sehr, sehr interessant. Hast du gewusst? Hast du gewusst? Sie haben Voice of Switzerland geschaut gestern Abend? Nein. Und haben Sie gewusst, dass wir in Würlos einen neuen Sängerstar haben? Ich bin eigentlich nicht von Würlos, darum nein. Haben Sie geschaut, den Voice of Switzerland? Teilweise, aber ich verfolge es nicht wirklich. Gut. Dabei ist er von Würlos. Eine, Sander, Alexander von Würlos. Hast du gewusst? Nein. Hast du gewusst? Nein. Gestern Abend Voice of Switzerland? Nein. Hast du gewusst? Keine Ahnung, nein. Keine Ahnung, war gestern im Fernsehen Voice of Switzerland. Unbedingt reinschauen. Okay. Hast du gewusst? Nein, gar nicht gesehen. Schauen Sie das nicht? Nein, nicht wirklich. Gut, also. Hast du gewusst? Hat sie gewonnen? Ja, ja, also drei Plätze hat sie bekommen. Super, sie gell? Sie macht Würlos stolz. Ja. Hast du gewusst? Hast du gewusst? Nein, habe ich nicht gesehen. Nicht gesehen. Hast du gewusst? Nein. Ich habe es nicht gesehen. Kennen Sie sie? Nein. Hast du gewusst? Wie alt ist sie? 18. Nein. Alexandra? Nein. Hast du gewusst, dass wir jetzt Würlos neue Fernsehstar haben? Nein, außer mich, nein. Außer du, was kannst du auch singen? Oh ja, wolltest du aber nicht hören. Was singst denn du? Ein Tenor oder Operette? Wir suchen noch Leute in der Operette. Von wo sind die eigentlich? Vom Lokalfernsehen TBW-Netz, der rasende Reporter. Ich bin eben weißt, vorhin an der Grenze. Ah, von Kilwangen, Neuhof. Nein, Zügi. Du hast wahrscheinlich keine Zeit gehabt, zum gestern Abend Fernsehen zu schauen, aber hast du gewusst, dass wir jetzt Würlos einen neuen Fernsehstar haben? Das weiss ich. Aber wer? Eine Sängerin, die Alexandra Papadopoulos. Freut mich. Ja. Freut mich hören. Ja. Sind wir stolz und Siegesfeier machen wir hier im Alpenrösli. Schön. Hast du gewusst? Ja. Hast du gesehen, bist du sogar mit dir in die Schule oder so? Oder kennst du privat? Schüngers. Ja, genau. Aber wie heisst du? Genau. Das habe ich gerade noch gesehen. Super. Dann geht es weiter. Sie hat ja drei Buzzer bekommen. Und der Noah Fergemuth von Pegasus ist ihr Betreuer jetzt. Ja, genau. Ja, gestern habe ich kurz geschaut. Die Alexandra. Was hast denn du geschaut? Ihren Teil, wo sie gesungen hat und ich habe gesehen, dass sie weitergekommen ist. Wo ist auf Switzerland, hä? Nicht wirklich, nein. Nicht wirklich, da also ist ich habe es gesehen, ja, aber ich kenne sie nicht. Kennst du nicht? Schade, hä? Alexandra Papadopoulos, 18-jährig. Ja. Ich bin jetzt hier bei Alexandra Papadopoulos. Ich bin natürlich hoch erfreut. Du bist ja hier in der Sendung gekommen. Alexandra, wer bist denn du genau? Ich heiße Alexandra. Ich bin 18 und ich wohne seit mehreren Jahren hier in Würlos. Und ich habe jetzt bei der Voice mitgemacht. Und ich mache momentan auch noch eine Ausbildung als Fachfraubetreuung in einer Krippe. Und wie bist du zum Singen gekommen und wie bist du in die Sendung reingekommen? Ist das sensationell, was du da gestern gezeigt hast? Wir schauen nachher noch ein bisschen rein. Danke vielmals. Singen habe ich, wie ich es bei der Sendung sage, habe ich eigentlich seit klein auf immer. Und so habe ich es mir eigentlich auch beigebracht. Habe ich es mal einfach spontan aus dem Nichts gemacht. Und ja, so ist es halt entstanden. Hat das ziemlich viel Mut gebraucht, da zum Anmelden? Oder hast du da Unterstützung gehabt von der Familie oder von den Kollegen? Also das Anmelden an sich war jetzt nicht schwierig. Es ist mir einfach das, was später gekommen ist. Und ja, meine Familie hat mich von Anfang an immer unterstützt. Ja. Jetzt für die Sendung, hast du dich da gross vorbereitet? Du hast sicher Lieder raussuchen. Und wie gross war denn der Aufwand, den du hast betreiben? Also jetzt, der Aufwand war jetzt nicht riesig. Also ja, man hat halt Lieder raussuchen, weil du kannst ja nur selber wissen, was du singen willst.
Und ja, ich bin dann an ein paar Castings gegangen und schlussendlich ist es dann so rausgekommen. Super, und jetzt hast ja du gestern oder in der ersten Sendung Adele gesungen. Ich glaube, da schauen wir am besten gerade mal rein. Machen wir doch. Alexander, jetzt haben wir die ganze Sendung gesehen. Also, es war super gewesen und hast ja da 3 Buzzer bekommen und der Noah, der schwärmt von dir und alle zusammen schwärmen von dir. Wie ist das bei dir rübergekommen? Hast du da einen grossen Stein im Herzen gefallen? Eine riesen Freude nehme ich an. Also ganz ehrlich, ich habe es nicht realisiert. Also man sieht, glaube ich, auch in meinem Gesichtsausdruck, wo sich der Noah umdreht hat, ich habe das gar nicht gecheckt. Ich war einfach so nervös gewesen, dass ich das gar nicht aufnehmen konnte. Und wo sich dann aber die anderen umdreht haben, dann habe ich es halt angefangen zu checken. Und dann sieht man auch, habe ich halt angefangen zu lachen. Und ich bin eigentlich froh, dass ich es bei mir noch nicht gecheckt habe, sonst hätte ich dort schon angefangen zu lachen. Du bist das erste Mal so auf einer richtig grossen Bühne gewesen. Und jetzt hast du das erste Mal so mit Sternen zu tun gehabt, mit Christa Rigozzi, mit dem Noah, mit den Büzenbuben, mit dem DJ Antoine und mit Anna Rossinelli. Wie ist da der Umgang? Ist der unkompliziert gewesen? Und auch mit den anderen Kandidaten? Wie sind die da umgegangen miteinander? Also ja, total unkompliziert. Also ich habe jetzt nie irgendein Problem gehabt oder so. Es ist wirklich, ja. Auch nicht irgendwie Eifersüchtelei zwischen den Kandidaten? Nein, also habe ich jetzt nicht empfunden. Gut, jetzt hast du einen ganz schönen Erfolg gehabt. Du kannst mit dem Noah Vera gut weitermachen von der Pegasus. Der ist auch mal zu Zürich los, hat mal geshootet am Grümpelturnier, wo ich noch Präsident war. Genau. Jetzt geht es dort weiter. Wie geht es denn das weiter? Ja, jetzt sind Battles und ich nehme mal an, die nächste Folge ist, wie ich meinen Battle-Partner kennenlerne. Und halt das Coaching mit dem Noah. Und ja, dann könnt ihr da auch einschalten und schauen. Hat es für dich nur den Noah gegeben oder hat es eine Alternative gegeben? Ich habe schon öfters gesagt, dass Anna Rosinelli und der Noah eigentlich so meine Favoriten gewesen wären, wenn ich könnte wählen könnte. Und ja, schlussendlich hat der Noah halt einfach überzogen. Mhm. Jetzt wissen wir noch nicht, wie es weitergeht. Angenommen, du machst jetzt so gleich weiter, wie du angefangen hast. Du kommst ganz, ganz weit rauf. Vielleicht wirst du sogar Siegerin von dem ganzen Wettbewerb. Wäre das für dich eine Möglichkeit, da irgendwie in der Musik, in der Singbranche irgendwie Fuß zu fassen? Wäre das ein Ziel von dir? Also ich glaube, das ist eigentlich auch der Grund, wieso ich mich angemeldet habe. Ja, ich hoffe, dass es etwas wird, dass es mir Türen öffnet und es wäre natürlich schön, ja. Mhm. Gut, und du bist ja in der Lehre jetzt noch als Fachassistent Betreuung, VAB, gell? Geht denn das mit dem Beruf, geht das gut überein? Das passt wahrscheinlich momentan, oder? Ja, also momentan habe ich gar kein Problem mit dem. Also es ist eigentlich bis jetzt gut, ja. Jetzt bist du wieder zurückgekommen nach dem grossen Auftritt in die Schule, ins Geschäft, in die Familie, zu den Kollegen, zu den Freunden. Wie waren die Reaktionen? Es haben sich natürlich alle gefreut für mich, haben mir gratuliert. Und ja, ich bin unglaublich froh, dass ich eigentlich so supported werde eigentlich von allen. Super, also wir tun das natürlich auch und wir wünschen dir jetzt schon ganz, ganz viel Glück für den weiteren Verlauf. Ich glaube, das, was du gestern abgeliefert hast, das war sensationell gewesen und du hast wirklich etwas drauf und da drückt mir ganz, ganz fest die Daumen. Du kannst noch etwas sagen an die würdelose Bevölkerung? Schaut The Voice! Alexander, wir kommen schon zum Schluss und ich habe natürlich mich ein bisschen schlau gemacht über dich. Ich habe festgestellt, du bist eine sehr lebensfrohe Person. Du geniesst das Leben, du hast auch immer irgendwie einen Schalker auf dem Gesicht oder so, machst glatte Sachen mit deinen Kollegen und so. Du bist ja sehr spontan. Wie spontan bist denn du? Wärst du so spontan, dass du für den Rasenreport sogar etwas willst noch singen da live für uns? Ja, das kann ich machen, gerne, ja. Super, dann lassen wir doch gerade los. Was singst du uns? Es ist gerade das Lied von der Blind Audition am besten. Ja, super, gut. Also, lassen wir los. Never true, never true, and against you play.